Anno Zocken auf dem Rheinland-Pfalz-Tag. Der Spielehersteller Ubisoft macht's möglich. Das Unternehmen mit Sitz in Mainz bringt den Menschen die Welt der Videospiele näher. Ist Rheinland-Pfalz etwa eine Gaming-Metropole? Also der Gaming-Standort Rheinland-Pfalz, würde ich sagen, ist jetzt nicht der größte in Deutschland. Da ist sicherlich Potenzial drin. Das sieht man auch an, die Landesregierung hat ja auch jetzt einen Teil Games-Förderung auf Landesebene in die Wege geleitet. Wir haben eine sehr gute Hochschullandschaft hier in Rheinland-Pfalz mit sehr guten Games-Studiengängen und auch einige viele kleinere, vielversprechende Entwickler. Aber ich denke, da ist noch einiges machbar die nächsten Jahre. Okay, bis zum deutschen Silicon Valley ist es also noch ein bisschen hin. Rheinland-Pfalz hat sich aber auf den Weg gemacht und im letzten Jahr die Medienförderung gegründet. Damit sollen zum Beispiel junge Spieleentwicklerinnen und Entwickler gefördert werden. Die Medienförderung hat tatsächlich zwei Säulen, die für Gamer sehr interessant sind. Die eine Säule ist, dass wir Stipendien vergeben. Also für Menschen, die vielleicht gerade aus der Hochschule kommen, gerade aus der Uni kommen und eine Idee haben, aber die Idee ist noch nicht so weit. Und die zweite interessante Säule ist, dass wenn das Projekt dann reif ist, dann können GamerInnen, EntwicklerInnen einen Projektantrag stellen und wenn die Jury überzeugt ist, bekommen sie eine Förderung. Und wir haben jetzt die ersten Games, die ersten Ideen gefördert in der Medienförderung. Und das Interessante ist, wir fördern ganz unterschiedliche Elemente. Wir fördern auf der einen Seite tatsächlich auch die Entwicklung einer Idee, ist aber das Spiel schon fast fertig, fördern wir beispielsweise auch den Vertrieb oder den Marketing, das Marketing. Das heißt, wir haben eine ganze Perspektive auf das Produkt und das unterstützt GamerInnen in Rheinland-Pfalz sehr. Also los, ihr Entwicklerinnen und Entwickler. Nutzt eure Chance und macht Rheinland-Pfalz ein Stück weit mehr zum Gaming-Standort.